Okay, die Blumen hatte ich dann anscheinend diesem Spielstand schon abgegeben. Hier haben wir auch keine Leiter mehr? Nein. Die beiden gehen hinein. Ich kann natürlich an ihm vorbeischleichen. Das sollten wir vielleicht als nächstes probieren. Ich stelle mich mal hier hin. Ich sollte nicht immer an diesen Ideen festhalten und vielleicht auch mal andere Möglichkeiten finden. Na schön. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass wir hier keine Wache mehr haben. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Hier haben wir nichts Besonderes. Die Wache ist draußen. Vielleicht können wir uns dann eine andere Wache krallen. Munition. Sieh mal eine an. Ich klemme in der Tür fest. Okay, das hätten wir. Alles klar. Ich brauche immer noch eine andere Verkleidung. Sonst falle ich auf. Da sind anscheinend die Wachen stationiert. Das heißt, diesen Raum sollten wir nicht ohne weiteres betreten. Das wäre eine schlechte Idee. Hier haben wir eine weitere Tür. Ich wollte eigentlich durch das Schlüsselloch sehen. Die Köchin? Ah. Na, mein Freund. Verlässt er jetzt auch einfach die Residenz oder bleibt er nochmal stehen? Er geht einfach raus. Okay, ich höre Türen. Ich kann aber ehrlich gesagt noch nicht zuordnen. Ich bin echt angespannt. Ja, genau deswegen. Genau deswegen bin ich angespannt. Okay, aber das mit dem Reinschleichen hat schon mal funktioniert. Nicht zu vergessen, dass wir noch diese Tür hier haben. Okay, hier ist auch noch Munition. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die Putzfrau ist. Ist hier nicht noch die andere Waffe? Wache? So herum? Warum sieht er in meine Richtung? Na, danke. Okay, ich nehme an, die alarmiert jetzt erstmal den Don. Der sieht natürlich in die falsche Richtung. Okay, Schlüsselloch. Hier lang. Ich bin gerade dezent konzentriert und angespannt. Ich weiß jetzt nicht, was die Putzfrau macht. Warum sieht er jetzt wieder in die andere Richtung? Die Wachen suchen nach einem verdächtigen Postboten. Ja. Ah ja, der Don wurde gewarnt. Okay. Ja, gut, aber wir haben hier schon mal ein paar Möglichkeiten. Die Putzfrau kommt hier auch einfach an. Warum sieht er hier in meine Richtung? Oh ne, oh ne, oh ne. Ja! Das hat glücklicherweise funktioniert. Ich habe aber das Gefühl, wir müssen uns beeilen.
Na los, Beeilung. Ich meine, der wird hier auffallen, aber okay. Wegstecken. Guten Tag, Frau Putzfrau. Hier gibt es nichts Auffälliges. Drehen Sie sich einfach nicht um. Wir haben endlich eine Verkleidung. Das heißt, wir können nochmal speichern. Nicht löschen, speichern. Okay, und zwar machen wir mal hier. Alles klar. Darf ich mich jetzt hier mehr oder minder frei bewegen? Werden wir gleich sehen. Wir haben sogar eine adrette Sonnenbrille auf. Endlich! Wir haben ja sogar eine Waffe gefunden. Das heißt, wir können jetzt endlich durchstarten, will ich mal hoffen. So, wen haben wir hier oben? Ja, er... Aber warum... Warum attackiert er mich dann? Wir sind anscheinend doch noch zu auffällig. Okay. Nochmal hier. Die nehmen wir mit. Hier ist nicht sehr viel los. Hier kommen wir in die Haupthalle zurück. Hier ist die Küche. Okay. Hier geht es doch bestimmt in den Keller. Aber wir haben noch keinen Schlüssel. Und wir müssen ja Don eliminieren. Ah. Und wo genau befinden wir uns hier? Hier ist nochmal der Hintereingang. Na schön. Okay, ich nehme an, hinter dieser einen Tür ist unser guter Freund. Aber wir brauchen noch einen Schlüssel, um die Tür aufzusperren. Okay. So, sie dürfte uns ja ignorieren. Lebensmittel nehmen. Das heißt, wir können uns doch als Koch verkleiden? Hallo? Moment mal, wenn wir uns als Koch verkleiden. Wo läuft sie hin? Warum werde ich. Okay. Wir waren anscheinend zu aufdringlich. Ich entschuldige mich. Okay. Wir können die Köchin eliminieren. Nicht, dass ich das gerne tun würde. Aber wenn es nötig ist. Müssen wir zu kritischen Maßnahmen greifen? Kann ich hier durchgehen? Okay, sehen wir mal. Ja. Aber wo können wir dann als Köchin hingehen? Das ist die Frage. Na hallo, Schätzchen. Ich entschuldige mich. Schleichen wir uns einfach so dreist an. Okay, die fliegt nochmal weg. Ich wollte eigentlich... Können wir uns nicht als die... Guarda. Oh. So viel dazu. Okay, das wird nichts mehr. Wir können uns also nicht als Köchin verkleiden, aber... Oh. Ja, also Rambo können wir meinetwegen auch machen. Das geht auch. Okay. Munition. Wurde nicht schon längst der Don alarmiert? Ich sehe mich hier mal um. Ich denke, die Runde hier ist geliefert. Oh, verdammt. Was hat der für eine Waffe dabei? Schrotflinte.
Ja, das war der Don. Einsatzziel erreicht. Und sehen wir mal. Zimmerschlüssel. Und das ist jetzt gut gegangen? Also, meinetwegen. Ich mache nochmal einen neuen Speicherpunkt. Das war so nämlich nicht geplant von mir. Aber nettes Blut. So, einmal hier entlang. Ja. Schon mal das Interieur ist sehr nett eingerichtet. In den Keller. Agent 47, rette den Tag. Diana, er ist nicht im Keller. Sie haben ihn weggebracht. Verdammt nochmal. 47, hier ist Diana. Sie hatten recht. Wir haben Satellitenbilder von einem Priester, der von vier bärtigen Männern in russischen Uniformen verschleppt wird. Sieh mal einer an. Okay, Einsatzziel erreicht. Das heißt, wir können jetzt einfach gehen. Okay, entschuldigt, ich wollte nicht die Musik unterbrechen, aber wir können speichern. Werden wir jetzt nicht direkt attackiert, wenn wir gehen? Der sieht uns nicht. Und wir müssen... 47, hier ist Diana. Wir freuen uns, dass... Fliehen Sie. Wir müssen nur noch fliehen. Netter Wagen. Achso. Die Tür ist abgesperrt. Wie können wir denn jetzt mit dem Wagen fliehen? Das würde mich interessieren. Ah, hier ist noch ein Gewehr. Ja. Das war doch relativ auffällig. Pistole nehmen. Wer hat denn den Autoschlüssel? Also ich nehme mal an, wir können auch einfach so gehen vielleicht, aber... Ja, hier wären wir auch draußen. Hm. Können wir jetzt einfach gehen? Ich sehe mich hier nochmal um. Wir haben noch die Schrotflinte dabei. Also das war eine sehr unkonventionelle Methode, diese Mission hier zu lösen. Da gibt es sicherlich noch sehr subtilere Möglichkeiten. Ich entschuldige mich, aber wenn ich ehrlich bin, geschafft ist geschafft. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Wagen fliehen, oder? Ich nehme nicht an, dass wir hier einfach über alle Berge gehen können. Nee. Hm. Aber interessant. Dann müsste ich ja nur noch wissen, wo wir den Schlüssel herbekommen. Im Notfall müssen wir nochmal reingehen. Und wir haben auch relativ viel ausgehalten. Ich weiß nicht, ob wir mehr Leben haben als noch im ersten Hitman-Teil, aber wir wurden von einigen Agenten attackiert und haben das überlebt. Hm. Na schön. Ah ja, und unser Anzug. Wir können einfach gehen. Wobei mich das mit dem Wagen, das hätte mich doch noch interessiert. Okay, Auftrag erfüllt. Tarnung, naja. Aggression relativ hoch. Bewertung Axtmörder. Okay, abgefeuerte Schüsse 54, getötete Feinde 11. Also ganz ehrlich, das war jetzt nicht gerade die optimalste Methode, aber ich habe es geschafft. Okay, und wir sind wieder im Gartenhäuschen. Ah, okay. Das heißt, wir haben die Waffen mitgenommen und hier auch anscheinend die Munition. Was nehmen wir denn jetzt als nächstes? Die Klavierseite haben wir noch dabei. Ja. Küchenmesser. Betäubungsmittel? Man kann die wissen. So, wegstecken. Hier ist eine Schrotflinte und hier Pistole und Baller. Na schön. Ach ja, ein Golfschläger, eine Axt. Und ein Schwert. Und eine Armbrust. Das dürfte noch sehr interessant werden.
Ich würde mal sagen, wir nehmen direkt die nächste Mission an. Also das war ja eben merkwürdig, dass ich hier einfach wirklich alle Gegner umlegen konnte. Das hat mich doch gewundert, wenn ich ehrlich bin. Aber so soll es eben sein. Nächste Mission. 47, hier ist Diana. Tut mir leid, dass Sie in der Villa kein Glück hatten. Es ist schwer zu sagen, wo Vittorio jetzt ist. Wir haben ihn am Flughafen verloren. Allerdings ist die Agentur der Ansicht, dass wir unseren Teil der Abmachung erfüllt haben. Jetzt sind Sie dran. In St. Petersburg wartet ein kleiner Auftrag auf Sie. Sie sollen dort einen ehemaligen KGB-Offizier ausschalten. Wir haben eine Geheimkonferenz organisiert, bei der Sie ihn problemlos neutralisieren können. Die Konferenz beginnt heute um 13 Uhr im Puschkin-Gebäude am Warozhny-Platz. Der Konferenzraum mit Blick auf den Platz befindet sich im zweiten Stock des Westflügels. Wir haben die Fenster auf dem beiliegenden Foto markiert. Das ehemalige Hauptquartier des FSB hat an der Vorderseite zwei Eingänge. Einen Haupt- und einen Nebeneingang. Beide Eingänge werden von paramilitärischen Einheiten des FSB bewacht. Sie müssen die Zielperson während der fünfminütigen Konferenz eliminieren. Außer der Zielperson darf niemand, ich wiederhole, niemand verletzt werden. Das ist sehr wichtig, 47. Holen Sie nach Ihrer Ankunft Ihre Ausrüstung. Sie finden sie im Schließfach Nummer 137. Nach der Operation verschwinden Sie, wie Sie gekommen sind, mit der Metro. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Soldaten und Wachen. Sie haben Befehl, alle Zivilisten aus dem Zielgebiet fernzuhalten. Schließfach 137. Eliminieren Sie den General, verletzen Sie keine anderen Konferenzteilnehmer, fliehen Sie mit der Metro. Das heißt, wir sehen uns mal das Video an. Na schön. Sind das solche Überwachungsaufnahmen? Man weiß es nicht. Na schön. Russland. Uns verschlägt es um die halbe Welt. Ist das der General? Ja, so geht das auch. Der wird wohl gerade ausgefragt. Und zwar nicht auf die nette Art und Weise. Karte. Okay, hier ist die Metro. Hier sind die Schließfächer. 137 müssen wir. Okay. Ah, Legende. Ah, okay. So kann ich ranzoomen. Sehr interessant. Okay. Metrobahnsteig. Und Foto. Hier. Ja, okay. Das bekommen wir hoffentlich hin. Waffen. Achso, kann ich hier nochmal auswählen. Schrotflinte, Pistole, Küchenmesser, Betäubungsmittel, Ballers. Ich meine, wir müssen das Ganze ja relativ subtil erledigen. Wir sollen ja nur den General eliminieren. Küchenmesser vielleicht. Betäubungsmittel. Ich meine, eine Pistole für den Notfall kann nicht schaden. St. Petersburg. Wir regieren seit Jahren Gewalt und Verrat, Kommunismus, Korruption und jede Menge Waffen. So hatte ich mir mein Comeback vorgestellt. Ich fürchte, die Wachen und die Soldaten sind gut ausgebildet, erfahren und verdammt misstrauisch. Ich muss die Kerle überraschen. Sie rechnen nicht mit mir. Und wenn ich immer schön unauffällig bleibe, werden sie nie erfahren, was passiert ist. Aber zuerst muss ich das Schließfach 137 finden. Willkommen in Russland, St. Petersburg. Privet! Mina Zavut, Agent 47. Ja, gebrochenes Russisch. Das kann ich gut. Das sieht, also ich bin schon sehr überzeugt, positiv überrascht, muss ich sagen. Vom Interieur und vom Exterieur schon, das Ambiente. Ist wieder exzellent getroffen. Das gefällt mir sehr gut. Na schön. So, jetzt kann ich mich vielleicht auch etwas souveräner anstellen. Ich gebe mein Bestes. Und wir müssen dann quasi wieder mit der Metro fliehen. Wir haben das Schließfach 137. Ah, das ist echt klasse mit der Musik. Da unten.
Okay. Schloss knacken. Macht er schon direkt. Hier finden wir also die nötige Ausrüstung. Ah. Ach so. Präzisionsgewehr. So, Pistole. Kann keine Munition dieser Art mehr tragen. Okay. 47? Die Offiziere sind eben eingetroffen. Anscheinend beginnt das Treffen früher als geplant. Das geht los, 47. Ist nicht gut. Die können wir nicht mitnehmen. Ach doch. Pistolenmunition können wir nicht nehmen. Können wir auch nicht nehmen. Okay. Wie machen wir das denn am besten jetzt? Ja, wollte ich eben sagen. Die Waffe ist ja wohl dezent auffällig. Kann ich hier runter? Ah, okay. Das Treffen hat also schon angefangen. Die ist abgesperrt. Ich meine, es ist schon relativ auffällig, wenn wir hier mit dem Scharfschützengewehr herumlaufen. Ach Mensch! Sieh mal an. Ach ja, der Kommunismus. Und das hier wird wohl der gute Lenin sein. In welchem Jahr spielt denn Hitman 2? Die Wachen suchen nach einem verdächtigen Mann mit Glatze. Ja, das sind wohl wir, nicht wahr? Aha. Die Bilder hier sind wesentlich hochauflösender. Das ist ganz praktisch. Na, großartig. Also diese Runde können wir schon mal vergessen. Ich weiß ja nicht mal genau, wo ich hingehen muss. Wahrscheinlich hier entlang. Wir sehen mal. Hier haben wir eine Rolltreppe. Und ich höre ein paar russische Wachmänner. Hallo, Freunde, hier unten. Hier können wir lang. Schloss knacken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo wir hin müssen. Da müssen wir also erstmal probieren. Ja, die rufen schon, weil wir auffällig waren. Wir haben ja quasi nur kurz eine sehr kurze Zeit, den General zu eliminieren. Okay, der Kanal, Kanalisation. Wo müssen wir denn hin? Das ist ja weitläufig hier. Da haben sie sich durchaus Mühe gegeben hier, den einzelnen Leveln. Also das mit dem General können wir schon mal vergessen. Hier ist Diana. Tut mir leid, dass Sie in der Villa kein Glück hatten. Okay, fliehen Sie mit der Metro. Wir müssen also eigentlich nur den General umlegen und danach mit der Metro fliehen. Das Präzisionsgewehr ist sehr unpraktisch. Da kommen wir nicht weiter. Okay. Ja, verdächtiger Mann mit Glatze. Und mit einem adretten Anzug, nicht zu vergessen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen müssen. Hier kommen wir nach oben. Okay. Na los. Sind wir nämlich nicht sowieso schon zu spät? Ich weiß nicht. Ah, es schneit. Schön. Okay, jetzt sind wir draußen. Sehr schön mit dem Schnee gemacht. St. Petersburg. 47? Die Konferenz beginnt in 5 Minuten. Okay, wir haben sogar noch Zeit. Verdammt nochmal. Treffen ist nicht meine Stärke. Na, mein Hübscher. Okay. Ich habe nur das Gefühl, mit dieser Waffe kommen wir beim besten Willen nicht weit. Er hat eine
AK. Naja, aber die ist auch alles andere als unauffällig. 47. Die Konferenz beginnt in 4 Minuten. Es geht los. Wo müssen wir hin? Das ist verdammt weitläufig hier. Okay. Wir sind jetzt als eine Wache verkleidet. Die Leiche habe ich einfach mal liegen lassen. Karte. Ach du Heilige. Okay, müssen wir nicht in diese Richtung gehen? Ja. Das sieht richtig aus. Also müssen wir in die Richtung gehen? Ja, ich glaube schon. Es beginnt in 3 Minuten. Es wird Zeit 47. 3 Minuten. Ich bin ja schon dabei. Okay. Hier entlang. Das dauert wirklich Ewigkeiten. Ja, das hier scheint das richtige Gebäude zu sein. Unser Zielort. Hier sind schon mal ein paar Wachen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rein? 47. Die Konferenz beginnt in 2 Minuten. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Ich bin schon dabei. Okay, das war wohl nichts. Ich denke, wir können die Mission neu starten. Okay, wir sind wieder hier. Mit dem Präzisionsgewehr komme ich hier ja wohl kaum durch. Das ist doch viel zu auffällig. Schloss knacken. Ja. Dann nehmen wir mal einen anderen Weg. Eine Pistole haben wir auch schon dabei. Nachtsicht. Ist das jetzt sinnvoll ohne... Nun ja... Ohne Präzisionsgewehr das Ganze zu bestreiten? Da geht es nicht lang. Und gibt es hier noch einen anderen Ausweg? Nur hier lang. Ausgang. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Ob ich das irgendwie... Meistere. 47? Die Offiziere sind eben eingetroffen. Anscheinend beginnt das Treffen früher als geplant. Es geht los, 47. Okay, ich habe nur den Dietrich ausgepackt. Ja, der hat mich bemerkt. Ach, ich bin mir nicht sicher. Jetzt sind nämlich 2 Stück. Okay. Komme ich hier dann direkt nach draußen? Ja. Und hier in der Nähe hatten wir doch noch eine Wache, die alleine war. Ja, hier lang, hier lang. Ich müsste erstmal wissen, wo nun ja alle sind. Hier ist noch eine Wache, die ist aber nicht alleine. Ich habe nicht mehr sehr viel Zeit. Die Präzisionswaffe habe ich auch zurückgelassen. Wo sind wir denn aus der Kanalisation rausgekommen? Das hier waren ja die regulären Eingänge. Und das hier wäre relativ auffällig, wenn wir die Gegner hier eliminieren. Die Musik läuft schon einmal. Wo laufe ich denn lang? Wir müssen... Ah, das ist hier komplett blockiert. Hier komme ich gar nicht raus. Hier sind nur einzelne Wachen. Oder sehe ich das richtig?
Hier kommen wir nur wieder in die U-Bahn. Okay, also war der Ausgang über die Kanalisation wohl doch besser. Ups, das wollte ich nicht. Abbrechen. Dann machen wir das nochmal.